Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls. Oh mein Gott, okay. Das ist... Oh, wir haben es geschafft. Oh, was ist... Okay, das war ein perfekter Anfang. Ja, ihr habt gerade gesehen, die wilde Milgrid und ich, wir haben die Hexe Quälertag. Kennt ihr Quälertag? Quälertag ist cool. Muss ich anhören. Ja, wir haben sie besiegt. Das ist jetzt der... Ich habe gar nicht mitgezählt. Auf jeden Fall habe ich schon Vollbart und Augenringe bis nach Australien. Das macht keinen Sinn. Okay. Ja, ich habe sie geschafft. Natürlich ohne Milgrid. Gut, ihr fragt euch, wer ist Milgrid? Ich bin euch nicht fremd gegangen, keine Angst, YouTube. Die Milgrid ist in meine Welt invasioniert, sozusagen. Und die habe ich getötet und dann ist sie eben, konnte ich sie eben rufen. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich rufe die jetzt einfach mal. Und als Kanonenfutter, ihr wisst ja, wie das ist hier. Und ja, wir haben die, ich hab die Hexe geschafft. Eigentlich hat Milgrid die ganze Arbeit gemacht. Ich bin die ganze Zeit nur im Kreis gelaufen, schreiend wie ein kleines Mädchen. Und wir können die Glocke läuten und... Ah, dieses Gefühl von Freiheit und... Oh mein Gott, das ist wunderbar. Das ist grandios. Das ist einfach nur... Ja, und da tut sich dann auch schon der nächste Ort auf. Den könnt ihr gleich sehen. Ja, wird nämlich hier gerade aufgemacht. Ah, ja. Ist hier, als wenn du seit einer Woche nicht mehr auf dem Klo warst. Und okay, gut. Okay. Lass uns das nicht mehr weiter ausspinnen. So, der nächste Ort ist Sens Festung. Wir könnten aber noch einen kleinen Abstecher machen. Zurück zum Anfang. Könnten wir machen. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Brauche ich das? Doch, wir könnten da so einen Ring holen, aber am Ende schaffe ich es nicht gegen diesen blöden Dämon da. Die habt ihr vielleicht am Anfang gesehen, das ist so der Bruder von dem und hier gibt es eine Wandachtung, da kann man durchrollen. Warum ist die Framerate so weit unten? Bin doch schon fast raus aus der Schandstadt. Okay. Hier können wir mit dem reden. Ja, ich bin der neue Diener. Alles klar. Ja. Oh, wunderbar. Gut, geht's auf die Seite. Eierkuchen, Mann. So, und da haben wir die... Ich weiß gar nicht, was das ist hier. Die... Eine Hexe oder... Keine Ahnung. Keine Feuerhüterseele. Das ist wunderbar. Ich könnte aber ein Eid leisten. Aktuellen Eid widerrufen. Ich habe kein Eid und ich weiß nicht, was der bringt. Ich mache den jetzt einfach mal. Pyro, großer Chaosfeuerball. Du hast einen Eid geleistet. Menschlichkeit darbieten. Soll ich da mal machen? Hier, ich gebe dir mal ein bisschen was von mir. Vielleicht kriegst du da mal ein bisschen Farbe. Du hast deinen Eid vertieft. Wunderbar. Okay, reden kann ich nicht. Vielleicht will sie ja jetzt mit mir reden. Nein. Bist du denn... Das ist wahrscheinlich die Schwester oder... Keine Ahnung. Ach so, ich kann jetzt... Nee, das steht schon die ganze Zeit wahrscheinlich da. Ich bin einfach nur zu blöd, um zu gucken. Alles klar. Hier hinten können wir noch nicht hin. Das ist auch keine Wand, wo man durchgehen kann. Nein. Ich könnte aber das Leuchtfeuer hier anzünden. Wenn ich schon mal dabei bin und aufsteige ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich gehe auf Vitalität und ein bisschen Kondition. Kondition, genau. Boah, Mann, ey. Jetzt bin ich aber echt baff hier, dass das so gut funktioniert hat. Normalerweise mit der Milgrid. Ja, die ist halt... Die ist nicht so das Wahre. So, was wir jetzt noch machen könnten, ist... Und zwar hier durchgehen. Da könnten wir uns nämlich gleich ein neues Outfit holen. Deine schicke Tasche und hochhackigen Schuhen. Nein? Nein, wir holen uns das einfach. Warum sind hier so wenig? Na gut, okay. So. Das ist aber jetzt auch
Soll ich da. Dann mache ich das. Plopp. Und da entzünden wir das einfach mal. Das tun wir nicht. Da hinten seht ihr schon ein paar Tentakel rumfliegen. Da wollen wir hin. Wir springen aber als erstes mal hier runter. Gehen hier hin. Und holen uns dann ein relativ cooles Outfit, das sehr schick aussieht. Das mir sehr gut gefällt eigentlich. Und dieser Ort hier, der wird. Ja, da werden wir auch noch hinkommen. Da ist übrigens auch ein Boss, den wir jetzt aber noch nicht besiegen werden. Ich glaube doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich diesen Boss jetzt töte hier, oder? Nehmen aber Heimkehrknochen mit. So, da können wir hier durchgehen. Warum habe ich so wenig Frames? Ich verstehe das nicht. Das ist doch eine Zumutung, oder? Kaum stellt man mal den PC um, hat man wieder hier totale Frame-Einbrüche. Das gibt's ja gar nicht. Gefällt's dir hier nicht in der Ecke? Es ist so wählerisch. Nicht mal. Gefällt ihm die Ecke nicht. Dann gefällt ihm das T-Shirt nicht, das ich anziehe. Ach. Ich rede mit meinem Computer, ja. Das. Ich und mein Computer. Na, 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 na. Kann ich hier durchgehen? Ich weiß gar nicht. Komm, ich geh mal hier durch. La, 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 la. Ja, genau, hier können wir auch durchgehen. Das ist übrigens der Boss. Der ist noch relativ friedlich und guckt ein bisschen traurig hier durch die Gegend. Hat nur einen Zahn, könnt ihr vielleicht sehen. Genau. Gut, dann lassen wir jetzt hier aber einfach mal links liegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir nehmen die Heimkehrknochen, weil wir jetzt die Rüstung hier mitnehmen und dann gleich die Heimkehrknochen benutzen. Zack. Na, Ticket. Okay. So, da haben wir die Rüstung. Die kann ich auch gleich anziehen. Das ist nämlich die schwarze Goldsaumkapuze und die Blablabla-Kapuze. Schwarze Goldumhang. Und wo habe ich die denn da? Handschuhe und ein Rock haben wir auch. Ich ziehe nur Röcke an, Mann. Ich bin voll die Transe. Perfekt. So, da sehen wir doch schon ganz schick aus hier. Ich nehme aber. Habe ich Lippenstift? Aus, als hätte ich Lippenstift. Seht ihr das? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. So, ich nehme wieder meinen Flügelstab. Ein bisschen cooler. Weißt du? So. Gut, da haben wir das nämlich auch mal geschafft. Jetzt hab ich gar nicht geguckt, was das für ein Eid ist hier, den ich da geleistet habe. Diener des Chaos. Achso, warte mal, halt. Möchte nichts an den Einstellungen ändern. Da bin ich vollkommen zufrieden. Passiert da irgendwas, wenn ich da drauf gehe? Nein? Okay. Nein. Gut, kann ich mich damit. Perfekt, ich kann mich damit rollen. So, unser nächster Weg führt jetzt wieder zurück. Mal da vorne durch dann. Hier gibt es nichts. Okay. So, weil wir gehen nämlich, jetzt ist nämlich was an dem Schrein, den Feuerhüterschrein, was passiert, was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Da kriegen wir auch wieder ein Outfit, meine Güte. So viele Outfits jetzt. Am Anfang hat man gar nichts und jetzt kommt alles hier. Jetzt kommt alles auf einen zu. Ja. Gut, wo will denn jetzt die Kamera hin? So, mit diesem Outfit haben wir auch ein bisschen mehr Giftresistenz. Das ist natürlich jetzt super, wenn wir jetzt gerade aus der Schandstadt rausgehen. Das kommt genau zur richtigen Zeit. Könnt ihr auch gleich sehen. Deswegen kann ich jetzt hier mit ein bisschen leichter, glaube ich, als das andere. So, seht ihr hier auch schon. Ich sollte vielleicht trotzdem rennen. Jetzt muss man hier aber aufpassen. Ich werde sowieso vergiftet. Es führt kein Weg vorbei! Ja! Und damit. Bam, 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 bam. Oh Mann, jetzt lauf doch mal schneller. Ein bisschen. So, wenigstens ein bisschen. Und damit die Frames auch ein bisschen wieder hier.
das Problem ist dann halt einfach nur, dass fällt mir gerade auf, ehrlich gesagt. Ist mir noch nie aufgefallen. Und nie im Leben. Vielleicht hatte ich auch noch nie so eine coole Rüstung. Die auch eigentlich ganz schick ist. Ich mag das ja, Umhänge und so. Finde ich eigentlich ganz cool. So, mit dem Stab sieht es natürlich noch cooler aus. Den könnten wir eigentlich auch noch verbessern, bevor wir zu Sens Festung gehen. Weil das ist ja gerade da beim Schmied. Habt ihr vielleicht in der Zwischensequenz da gesehen. Ist jetzt nicht gerade... doch ist es schon relativ weit weg. Aber wir haben ja einen Shortcut freigeschaltet. Ja, den habe ich schon verpasst. Hab ich schon verpasst. Ja, wir haben ja einen Shortcut freigeschaltet vom Feuerbandschrein aus. Können wir ja mit dem Fahrstuhl fahren. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfalle oder so. Das wäre nämlich peinlich. Gut. Erste Hürde genommen und hier geht's weiter und müssen wir noch hochlaufen. Ah, da kommt schon der erste Moskito. Ja, schön sie zu sehen hier. Schön sie nicht zu treffen. Hallo? Okay. Normalerweise immer kein Problem. Ach, guck mal an, wer da ist. Die gute alte Zeit. Du erinnerst dich. Sich irgendwie so angehört wie so ein schlechter deutscher Schlagertext oder sowas. Keine Ahnung. Ich kenne mich hier nicht aus. So, 5000 Seelen ist auch ganz gut. Dann können wir nämlich... Ah, da ist ja noch eins. Hab ich ja ganz vergessen hier wieder. Ja, ja, ja... So. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, wir sind komplett anders gelaufen irgendwie. Also, der normale Weg ist ja in der Unterstadt da, bei dem Klaffdrachen bei dem Händler da rumzulaufen. Aber wir nehmen eine Abkürzung. Ich finde die Abkürzung eigentlich ganz gut. Wir sparen uns dadurch eigentlich sogar ein Leuchtfeuer und unnötig viele Gegner. Kann man natürlich jetzt dazu sagen, ja, aber das gibt Seelen, falls du es noch nicht bemerkt hast, wir uns hier. So, mal wieder ein bisschen hier. Zack. Macht viel Schaden. Und jetzt warten wir kurz und dann einfach draufhauen. Na, so einfach wird es das doch nicht. Aber 500... 513 Punkte Schaden ist eine Menge. Ist viel. So, was machen wir mit den beiden hier? Da kommt ja schon der erste. Oh, es kommen beide. Ja, das ist nicht gut. Warte mal. Ich laufe an den vorbei. Ich sterbe hier jetzt nicht. Nee, 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 nee. Wenn ihr glaubt, dass ich hier sterbe, habt ihr euch aber sowas von geirrt. So. Da sind wir wieder draußen. Boah, ey, endlich. Das ist schrecklich. Dieser Ort ist schrecklich. Okay, sie laufen mir auch gar nicht hinterher. Da liegt ja noch einer. Mit einer Seele. Gut, man könnte jetzt noch... Man könnte nur da runter gehen. Ich dachte, wir müssen hoch irgendwie. Ich weiß nicht. Bin verwirrt. Das hat mich jetzt irgendwie so... geflasht mit der Hexe da. Da hier hinten liegt auch noch was. Das habe ich ja wieder total vergessen alles. Eine Seele... So. Gehen wir jetzt, habe ich das natürlich nicht. Wann benutzt man auch schon mal einen Fahrstuhl nach oben? Tja, in der Zeit, wo wir warten, könnten wir eigentlich mal über unser Leben reden und wie es denn so weitergeht. Nein, natürlich nicht. Psychologe sein. Ich finde die Rüstung cool. Ich mag das. Ich trage zwar einen Rock, aber Röcke kommen nie aus der Mode. Nicht mal in Dark Souls, mein Freund.
einen neuen Gegner einführen, die Fashion-Polizei. Okay, was ist hier passiert? Oh nein, die Feuerhüterfrau ist weg. Und hier gibt es die schmutzige Kapuze, den schmutzigen Rock, die schmutzige Handschuhe und den blutbefleckten Rock. Und ein schwarzer Augapfel. Tot. Genau, die ist nämlich tot. Bei der haben wir unsere Estus-Flakors aufgewertet. Das habe ich eine Feuerhüterseele unten in der Schandstadt vergessen. Macht nichts. Die Dark Souls Community reißt mir jetzt gerade den Kopf, wahrscheinlich. Na egal. So, das ist auch, deswegen können wir das Feuer nicht benutzen. Keine Feuer, die Löcher gar nicht entzündet werden. Und wir haben einen neuen Freund, den zeige ich euch jetzt gleich. Bei dem können wir auch noch einiges machen. Nämlich da hinten nicht gucken, YouTube nicht gucken. Ich gucke extra auf den Boden, damit der... Ah, da ist er, ja. Hallo, ich möchte nicht runterfallen, ehrlich gesagt. Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frampt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. Zieh mal die Zähne. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Ja, natürlich. Auf jeden Fall immer ja sagen. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Ja, das holen wir auch noch, das Herrschergefäß. Ich glaube, mit dem können wir große Scherbe für den Gegenstand verkaufen. Genau, wir können hier nämlich Sachen verkaufen. Dämonen-Titanit brauche ich eigentlich jetzt noch. So, deswegen verkaufen wir jetzt ein bisschen was. Wir bekommen, genau dafür bekommen wir nämlich dann Seelen. Und dann machen wir ein süßes kleines Geräusch. Das Schlachtermesser habe ich übrigens von der Milgrid, von der wilden Milgrid bekommen. Als ich sie getötet habe. Das können wir verkaufen. Die Riesenkeule kennt ihr ja noch, Gargoyle-Bade. Das benutze ich ja gerade hier. Diesen Zinnbeschleuniger, den verkaufe ich. So, das macht nämlich das Ganze dann auch ein bisschen einfacher, damit man nicht dann immer durch 10.000 Sachen durchfahren muss. So, Holzschild, Höhlenschild, das kann ich eigentlich mal verkaufen. Sowieso irgendwie komische Geräusche hier, der Typ immer. So, dann habe ich jetzt eigentlich alles, was ich so nicht brauche. Standardhelm. Robuste. Das kann ich verkaufen. Ich weiß nicht, was er damit macht, keine Ahnung. Dann ist. Ach komm, ich verkaufe das auch hier. Ja, eigentlich eine relativ gute Rüstung. Die Robe verkaufe. Die Handschuhe. Das verkaufe ich schon mal. So, den Rest. Die schmutzige Robe und sowas. Schmutzige bla bla bla. 11. Die ist eigentlich gar nicht so gut. Die behalte ich jetzt einfach mal. So. Was habe ich noch? Sonst habe ich nichts. Jetzt können wir eigentlich mal noch zum Havel gehen. Der ist natürlich wieder am Arsch der Welt. Aber egal. Chosen undead. Ja. Gut, alles klar. Tschüss. Habe ich die hinten? Ja, habe ich. So, es gibt jetzt natürlich zwei Möglichkeiten wieder, was wir machen könnten. Wir könnten mit dem Raben da hinten, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der hat irgendeinen komischen Namen, zurück in das Untotenasyl fliegen und da versuchen, den Dämon zu töten. Oder wir gehen gleich in Sens Festung. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir jetzt die Folge beenden und dass wir gerade einen Grashalm angeguckt haben. Das macht aber nichts. Ah, da ist ja der Typ, den wir befreit haben. Ja, wunderbar. So, ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.